Ich bin heute Abend da, weil ich gerne berufspolitisch auf dem Laufenden sein möchte. Und weil natürlich nicht alles gut läuft in der Physiotherapiewelt und ich schwierig finde, dass man immer nur meckert, sondern ich finde auch, man sollte seinen Beitrag dazu geben, dass es besser wird. Herzlich willkommen an der GV von Physio Bern 2018. Ja, ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn noch viel mehr Mitglieder, vor allem auch junge Mitglieder, unsere Generalversammlung würden besuchen, weil es ist die einmalige Gelegenheit, zu hören, was der Verband wirklich ausmacht. Gegen die allgemeine Annahme, unser Verband macht ja gar nichts, sieht man bei einer Generalversammlung, was wir alles tun, Jahr ein, Jahr aus. Ich bin heute hier an der GV von Physio Bern, weil der Vorstand enorm wichtige Arbeit für uns Physiotherapeuten macht. Und das ist wichtig auf nationaler Ebene und auf kantonaler Ebene. Ich bin gerne an dieser GV, weil ich mitentscheiden und alles aus erster Hand erfahren will. Man sagt immer so, ja, der Verband soll machen. Aber eigentlich sind mehr Mitglieder ja der Verband. Und von dort her ist es so ganz, ganz wichtig, mitzubekommen, was unser Verband macht, aber auch den Verband in seinen Tätigkeiten unterstützen. Das Engagement im Berufsverband ist mir wichtig, weil ich möchte, dass die Physios gesehen werden. Ärzte und Pflege haben ganz grosse Lobby und auch die Physios müssen lobbyieren. Das macht unter anderem der Berufsverband extrem. Und aus diesem Grund engagiere ich mich hier fest und komme zum Beispiel heute an die GV. Ich bin hier an der GV vom Physioverband, weil ich Leute treffe, die ich Themen besprechen kann, die ich schon lange nicht mehr können. Weil der Physioverband eigentlich mein Rucksack ist. Dank dem Physioverband kann ich arbeiten und kann ich meine Ziele oder meine Wünsche anbringen, dass die vielleicht in Zukunft erfüllt werden.